Und damit willkommen zurück hier bei Factorio. Und wir haben ein klitzemini kleines Problem. Nein, nicht, dass wir keinen Strom haben. Das ist egal, das ist schnell zu lösen. Das Problem ist echt kacke. Ich hoffe, dass es möglich ist, dieses Problem ja zu fixen. Ansonsten habe ich wirklich ein ziemlich großes Problem. Und wenn ein Kommentar nicht gekommen wäre, wäre mir das wahrscheinlich erst viel zu spät aufgefallen. Und ja, also das Problem beschränkt sich hier noch nicht mal... Ah, ich wollte gerade sagen, warum wird Nickel nicht angezeigt? Das Problem beschränkt sich auf zwei Dinge. Erstens einmal, mein Tinlager da unten ist voll. Und genau das ist eines der Hauptprobleme. 44.000 Tin. Mist. Und ich hoffe, dass es einfach geht, weil... Ich habe jetzt hier drinnen Tin Plates von Bob Plates. Wollte das Auto hier bauen, beziehungsweise den Truck bauen. Und er erkennt mir die Tin Plates nicht an. Das ist jetzt natürlich irgendwie ziemlich kacke. Ich habe also im Forum nachgeguckt. Und dass hier bei LED kein Nickel rauskommt, ist jetzt auch nicht ganz so korrekt, wenn ich es richtig verstanden habe. Also es gibt hier anscheinend doch ein bisschen größeres Problem mit den Ores. Vor allem halt das hier mit den Tin. Jetzt ist natürlich die Überlegung. Ich habe hier einmal Tinplates von 5Dim und hier unten nochmal von 5Dims. Jetzt hoffe ich wirklich, dass wenn ich... Zug? Zug da oben. Ich suche eigentlich das Auto. Das ist... Gut, jetzt kann ich ja rauflatschen. Ich hätte den Zug nehmen können, ich Idiot. Danke übrigens noch für den Tipp, wie ich die Dinger hier wegkriege. Ja, jetzt hoffe ich einfach, wenn ich einen Mesher dorthin baue, dass ich dann eben daraus hier Tin Dust mache und dass dann die richtigen Tin-Dinger rauskommen. Was allerdings bedeutet, ich muss so unten das Lager killen. Und das gefällt mir schon mal gar nicht. Und hier oben ist keine Kohle mehr. Das heißt also, recht schnell irgendwelchen Brennstoff da mal anliefern. Wäre sehr wünschenswert, würde ich sagen. Und wir machen... da muss ich rein. Das ist seltsam. Er ist hier oben. Ah, okay, es läuft an. Deswegen auch hier oben diese Backup-Line, weil die laufen jetzt nicht und die Tanks sind leer. So, es läuft wieder an. Das ist sehr schön. Okay. Das heißt, wir werden jetzt das Öl hier oben abarbeiten, werden daraus Mineralien machen, dann kriegt der das. Respektive, also so lange dürfte es noch laufen, ne? Naja. Er kriegt ja jetzt schon viel zu wenig Kohle da eigentlich an. Jetzt würde ich aber gerne trotz alledem erstmal das mit den Tinplatten lösen, das Problem. Wir können ja Strom sparen. So ist es ja nicht. Rum. Ach doch, er läuft. Er zuckelt. Das wird jetzt dauern, bis wir da oben wieder laufen. Das Wasser muss erstmal auf Temperatur gebracht werden, etc. etc. So. Das heißt, wenn dann die Forschung dann gleich fertig ist, sparen wir uns noch mehr Strom ein. Je, oh je, oh je. Ja, das mit den... Die Tin-Angelegenheit, die wirft mich jetzt gerade wirklich etwas zurück. Das ist natürlich kacke. Das heißt, ich brauche jetzt unbedingt einen Mesher. Ich verstehe eh nicht, warum er daraus Bobs macht, wenn...
die Sache hier dabei ist, weil ich krieg von Bob noch nicht mal mehr Tin. Das ist nämlich, ja, 5-Dim, 5-Dim. Und ich habe jetzt hier nachgeguckt, es müsste eigentlich genau so dastehen. Das halt eben Mob Plates und 5-Dim Ores. Also das Ganze ist derzeit etwas buggy. Das trifft jetzt gerade ganz schlecht, weil ich echt schlechte Nachrichten heute bekommen habe. Jetzt klaue ich mir hier einen Mescher. So einfach GI. Ich baue mir schnell ein. Wenn ich ihn finde. Halt, nee, da kriege ich Schweröl raus. Das brauchen wir nicht. Komm schon. Wo seid ihr? Okay, brauche ich nicht nachgucken. Unten? Ich übersehe sie wieder. Kann das sein, dass ich die nämlich aktuell gerade gar nicht bauen kann? Entweder übersehe ich sie wirklich massiv oder ich übersehe sie wirklich massiv. Ich übersehe sie massiv, ich kann sie nicht bauen, weil mir genau Tinplates fehlen. Hahaha, du Spiel, du kannst mich mal so an meinem Popo. Ah, das ist schon hässlich gerade. Ist egal wie, sammel ein, der Rest ist ja egal. Genau, da wird es doch richtig angezeigt. Hätten wir ja schlauer gerade machen können. So, das passt, weil das wäre jetzt echt tragisch, wenn ich da unten die ganze Kacke abreißen müsste. Ja, sehr schön. Die Sachen will ich zwar auch haben. Das ist so kacke. Aufhören. Wie mache ich das jetzt? Wir machen das gerade mal ganz einfach. Ich brauche hier... Na, alles rein. Nee. Dann bitte einen für Papi. Jo. Achso, das Inventar ist voll. Ja, der soll jetzt machen, das ist ja egal. Das Lagerhaus setzen wir jetzt irgendwo hin. Hier hin. Wir räumen es irgendwo auf, wo es einigermaßen in Ordnung aussieht. Passt es dazwischen rein? Ja. Okay. So, dass wir es halt dann, wenn das gefixt ist, wieder nutzen können. Ich bin mir nämlich schon ziemlich sicher, dass man das irgendwie nutzen kann, dann, ne? Dass es gefixt wird. Darum stört es mich jetzt wirklich nicht. Es ist halt nur, gerade ein bisschen blöde. Lass ich das über Knickarmroboter reinlaufen, funktioniert es. Aber andersrum halt nicht. Ne, weil dann fehlen mir hier einfach diese... Jetzt sind natürlich die anderen da oben auch drin. Ja gut, das ist jetzt gar nicht schlimm. Warum gehst du nicht einfach her? Mach so, so. Da oben sind wir leer. Gut. Gib her. Wir laufen hier mal, laufen dort mal. Laufen da rum. Nehmen das da. Das da. Jetzt mache ich das dann doch leer. Dann kann das weglaufen, nämlich. Sehr schön. Okay, damit ist das Problem gefixt und dann können wir uns um das Stromproblem kümmern. Da oben zumindest mal so Miniaturanlage aufbauen für Notstrom, Behelfsenergie aus Öl. Das soll dann wirklich nur dafür da sein, wenn nichts anderes mehr im Lager ist. Da werden dann auch extrem oder entsprechende Knickarmroboter eingestellt.
Hammer! Wie viel Zeug haben wir denn da noch in den Öfen drin? So. Haben wir bald alles raus. Dann heißt das, ich muss ein paar Mäscher dort oben auf alle Fälle einrichten. So, ja gut, das kann jetzt raus. Ich meine, ja, komm. Mal noch ein bisschen mehr Band leer. So. Nicht wundern, ich habe nämlich schon versucht, das Spiel auf Englisch umzustellen. Ob das dann halt eben hilft, aber das hat gar nicht geholfen. Ich stelle es jetzt nur nicht zurück, weil es aktuell ein bisschen schwierig ist. Ich müsste nämlich erst das Spiel beenden, dann wieder auf Deutsch stellen. Und das ist mir dann doch ein bisschen zu viel Aufwand. So, haben wir hier drin noch die unbeliebten Alu-Dinger? Es sieht nicht so aus, ne? Ah, doch, da haben wir noch mal ein paar Tinplates. Gut, dann packen wir die unten gerade mal in das Lager rein, dann können die verarbeitet werden. Tin kommt für normalerweise dann hier raus. Okay. Das ist jetzt natürlich schon etwas übel. Naja, gut, okay. Es war nur eine Frage der Zeit. Bis es irgendwann mal irgendwelche Probleme gibt mit irgendwelchen Mods. Ah. Da, wenn die Frage nach dem LKW nicht gekommen wäre, wäre mir das gar nicht aufgefallen. Ich hätte mir jetzt dann gesagt, wollt jetzt eigentlich still und heimlich den LKW aufbauen, wäre dann runtergefahren, hätte dann gesagt, wow, LKW ist doch da. Ja, so bin ich. Klein und gemein. Wir brauchen jede Menge Tin. Das ist kein Thema. So, dann machen wir mal die Teile hier. Dann darfst du das hier wieder hier... Nein, nicht hier reinpacken. Um Gottes Willen, da ist es. Ja gut, okay. Wenn das halt irgendwann mal da ausläuft, was soll's. Jetzt kriege ich das hier wahrscheinlich gar nicht rein, ne? In Ordnung. Plan B für das Scheißzeug. Hier rein. Einfach, weil es geht. So. Auf den LKW würde ich jetzt gerne noch warten, respektive schon mal das bauen, was wir brauchen. Ein paar Pump-Checks. Dafür fehlt mir Stahl, das ist kein Thema. Kriegen wir 36, ein bisschen Kohle bräuchte ich, respektive für Holz hätten wir. Holz für den Zug. Stahl sieht auch nicht mehr so gesund aus. Ja, mein Stahlverbrauch ist recht ordentlich. Höchstwahrscheinlich, weil immer noch Schienen gebaut werden sollen. Könnt mal aufhören, ne? 2400 gerade Stücke lang auf jeden Fall. Also Schienen brauchen wir auch nicht mehr bauen. Um Gottes Willen, hör mir bloß auf. Ja, die darfst du hier reinpacken, ne? Das kannst du auch wegmachen. Pack mal die ganzen Schienen da rein. Ich habe vorerst keine Lust auf Züge. So, die ganzen Blueprints kriegst du auch. Na, die lassen wir mal. Das kann doch weg. So, dann weiß ich zumindest, wo die Schienen sind. Ach, du Schande. Ach, du Schande. Und da oben noch. Halleluja. Ja, wenn ich baue, dann übertreibe ich. Die hätten wir eigentlich an der Grad wegreißen müssen. Davor graut es mir jetzt schon, in mein Inventar zu gucken, wie viele von den Teilen ich habe. Oh Gott sei Dank, die habe ich begrenzt. Ey, super. Ich mache nicht alles verkehrt, aber dafür vieles. Pff. So, lass mal da drin alles. Es passt bis soweit. Gut, dann jetzt. Auf alle Fälle mal eins davon. Mining Area, die werden wahrscheinlich auch noch größer von der Mining Area. Mining Power, Mining Speed. Mining Speed ist 2, ja, 1 lang. Wie viele Felder sind es da oben? Ein paar. So, das heißt, wir können den LKW bauen. Darauf freue ich mich schon. Hör auf, den zu bauen.
Dann schnappen wir uns die Kohle. So, ein bisschen Platz dürfen wir uns sogar noch lassen. Dann schmeiße ich gerade mal den Yuoki-Kram raus. Tanks brauchen wir dort oben definitiv nicht. Chemical Plants hätten wir. Okay. Perfekt. Das weg. Das da weg. Das weg. Steine, das da weg. Das darfst du weg. Den Rest, den werden wir irgendwie brauchen. Munition kann weg. Das kann weg. Sonst ist hier drin nichts, was wir bräuchten. Außer die intelligenten Kisten. Die brauche ich für das intelligente System. Intelligente Knicke haben wir. Hier drin. Das darf man da rauf. Die dürfen mit. Achso, nee, Steine habe ich. Ansonsten sieht es soweit sauber aus, ne? Okay, wir gehen nach oben. Das darf auch wieder mit. So, du hast so ein bisschen was von... Naja, das war, würde ich sagen, knapp. Ja, ja. Ist halt ein schnelles. Also, ich meine, Trucks sind ja nie schnell. Kannst du über Wasser? Nee, kannst du nicht. Toll, dafür kannst du minus km/h fahren. Was hast du so maximal drauf? 30. Das ist aber schnell. So, jetzt müsste dazukommen. So, 1, 2, 3, 4, 5. Pam Checks, bitteschön. Danke sehr. 2, 3, 4, 5. Mach, was du willst. Provider. Warum Provider? Das ist seltsam. Und rein theoretisch kannst du das ruhig so machen, ne? Ich weiß nicht, was ich da geplant habe oder vorhatte. Hier oben soll ja alles rein, was verbrannt werden kann. Na? Hauptsächlich Kohle. 1, 2, 3, 4, denke, das langt auf alle Fälle. Dann hätte ich gerne... meine Stromverbindung natürlich wieder nach unten. Was denn sonst? Ich meine, hallo, ich bin nur so schlau, dass ich feststelle, hey, ich habe kein Zeug mehr da, ne? Okay. Das heißt, hier, 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 hier. Zählen kann der Idiot... Ah, nimm mal. Zählen kann der Idiot doch. Hat nur keine Geduld. Das ist alles. So, das Ganze kommt dann eben in eine einzige Ölraffinerie hinein. Und da ist es auch rein theoretisch vollkommen egal. Wir machen eh alles zu Festbrennstoffen. Dann darfst du doch einen kleinen Ölpuffer anlegen. Flüssigkeit? Nö, eigentlich nicht. Weil, sehe ich nicht ein. Brauchen wir nicht. Rohre. Ich habe viele Rohre gebaut, aber die habe ich alle für die Motoren wieder rausgeschmissen. Ja, habe ich genug. So. Elastrom. Warum langt das nie? So, mach hier hin. Mach hier hin. Du. Mach so. Mach so. Na. So. Perfekt. Immer noch alles verbunden. Das ist ganz
Gut, und jetzt. Das wird auch noch rauskommen, ne? Im eigentlichen Sinne ist ja hier unten, ne? Wichtig. Na, das war ein Satz mit X. Das war wohl nix. Okay, perfekt. Jetzt, Sattle, brauchen wir 1, 2, 3. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich hoffe, das geht eigentlich so, wie ich es mir vorstelle. Genau. Das da. Ah, super. Er braucht kein Wasser. Das war jetzt so meine Befürchtung. Und ihr müsst gerade tauschen. Sorry. Hierhin. Leichtöl. Und du machst das aus Petroleum. So. Ich wusste doch, irgendwo ist bestimmt ein Fehler. Dann mach das dahin. Dann wird das schon. Du Leichtöl. Mehr Rohre. Und dahin. So. Ihr macht das so. Das Schöne ist jetzt daran, wir können hier jeweils raus. Da kommen dann noch die Nearby hin. So. Und das Ganze. Achso, Moment. Das ist natürlich ein bisschen von der Anordnung blöde her. Ich brauche einen Zug hier oben. Ist nicht schlimm. Du bist Stromversorgung. Perfekt. Dann weiß ich nämlich gleich, wo ich hin muss. Welchen Zug nehme ich denn da? Der, wo auf Gleis 2 steht. Das wäre eigentlich mal so optimal. Dann kann ich mich da oben stehen lassen. Dann kriegt er halt auch einen 7er Waggon. Das ist grad und grad egal. Plan ist halt eben zu sagen, okay. Im Lagerhaus 1 kommt Kohle rein. Und wenn halt keine Kohle mehr da ist, springen die... wie heißen sie? Die intelligenten Knickarmroboter an. Und befördern halt eben hier diesen Brennstoff dort hoch. Ist von dem nichts mehr da, bringen die von Yuoki rauf. Respektive, nee. Doch, schon. Aber, ich könnte die... da fehlen mir noch Waggons. Da kannst du stehen bleiben. Da könnten wir natürlich dann sagen, die das ist blöd. Zwei Ressourcen ist immer blöd. Als zweiten Backup machen wir die Yuoki-Pellets. Und wenn er keine Yuoki-Pellets mehr findet, dann habe ich die Züge da unten reingeschmissen. Nur mal so. Wenn er keine Yuoki-Pellets mehr findet, dann diesen Brennstoff. Warum will ich dann so einen ewig langen Zug? Das ist eine exzellente Frage. Weil ich meine, der bremst ja keinen aus. Er wird ausgebremst, ne? Pja, das ist so eine Sache für sich selber. Also, dann langt mir der. Dann haben wir hier zweimal für Kohle und einmal, zweimal für Festbrennstoffe. Ja, Yuoki Hauptbahnhof, das ist jetzt mal sowas von out. Du fährst jetzt rauf, bitte, zur Stromversorgung. Gott, wie ich das Spiel ab und an echt like. Echt mal. Wirklich. Super geile Angelegenheit. So. Egal, wenn ich jetzt einen Crash verursache. Das war eigentlich als Spaß gedacht, ne? Nicht ernsthaft hier so. Ich wollte Crash. Aber schön, dass die
Waggons doch ein bisschen mehr aushalten. Was war jetzt eigentlich hier los? Du bist bestimmt immer noch nicht verbunden, ne? Seltsam. Hast du... Was ist denn immer ein Ziel? Das ist jetzt extrem gewesen. Okay. Das funktioniert. Das ist Kacke. Ich habe aber keine Signale dabei. Kann aber bauen. Das heißt, hier gerade mal ein Signal hin. Noch ein Signal da vorne, meinetwegen. Ne, ich glaube da. Oder? Mach noch eins. Safety first. Ja, das Spiel will mich gerade wieder mal trollen. Da. Der kann da nicht fahren. Er könnte fahren. Warum kriegst du rot? Weil du oben noch ein Signal wählst. Das andere da hinten ist überflüssig. Genau. Jetzt wird's passen. So, du machst mal gar nichts. Okay, das heißt, wie folgt. Wir wollen hier raus mit Kohle. Kohle. Yuki-Pellets, ne? Im eigentlichen Sinne, nicht nur im eigentlichen Sinne, sondern im tatsächlichen Sinne ist es ja so, dass wir gesagt haben, im Falle eines Falles, wenn das nicht langt, will ich das kopieren auf die Seite. Das ist natürlich vollkommen Mumpitz. Das können wir uns sparen. Ich will hier rein. Wird jetzt gleich wieder Stromprobleme bekommen, aber das ist egal. Das ist, wenn man solche Sachen nie gleich richtig macht. So. Sollte mein Inventar gleich wieder ausflippen. Gibt's nur Tage. So, lass mal alles weg. So, ich muss nur dafür darauf achten, dass ich da hinten dann irgendwie komplett wegkomme, ne? Da bin ich mir noch nicht so sicher, wie wir das hinkriegen. Also, dass halt da hinten keine Kohle mehr drauf liegt. Weil es lag ja jetzt schon ein bisschen Kohle drauf. Aber das könnte einfach auch daran gelegen haben, dass einfach die Stromversorgung schon vorher zusammengebrochen ist. Und ich hier einfach zu wenig Wasser reinbekommen habe. Was aber irgendwie unlogisch ist, weil ich habe doch hier meine Backup-Line. Genauso hier. Die Tanks sollten auf alle Fälle immer gefüllt sein. Das ist jetzt irgendwas, was ich gerade nicht so verstehe, was da eigentlich dann schiefgelaufen ist. Aber okay. Nö, ich kann das tatsächlich doch noch so machen. Also, ja. Also, Kohle hier rein. Da bräuchte ich noch nicht mal intelligente. So weit zurück. So. Das heißt, wir kommen hier rauf. Das heißt, die kann ich mir sparen. Wir kommen hier rein. Da machen wir dann intelligent sowas hin. Genau. Einmal so und einmal dann eben 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Du darfst rumheulen, liebes Spiel. Ist mir gerade egal. Ich bin nämlich in einer kreativen Phase. schön. Glaubt doch keiner. Hier Kohle. Das muss man sich dann halt überlegen. Also da können wir ja Kohle von irgendwo ran schaffen. Also direkt dann Kohle.
Dann wäre es eigentlich schon am Überlegen, ob ich nur Kohle hier oben anbringe, Gnocchi-Kram da weglasse. Ne? Dann bräuchte ich aber auch die ganzen Lagerhäuser hier nicht. Ich denke, 2 ist einfach 1 overpowered. Machen das tatsächlich so. So, das da weg da. Weil eigentlich habe ich hier mit der Kohle so ein bisschen noch was anderes vor. Wir kommen hier rauf. Jetzt haben wir hier natürlich wieder das Problem, dass ich wieder keine gescheite Mitte habe. Wie ich sowas liebe. Das ist echt immer kacke. Bin halt ein Symmetriefurzer. Du weg. Du daran. Nee, das ist jetzt auch wieder Schwachsinn. Ich hab's bald, ich hab's bald. Ich schwör. Voll konkret. Was ist, wenn ich das nicht einfach... Was würde jetzt dagegen sprechen, das so zu machen? Gar nichts, gell? Überhaupt rein gar nichts. So. Ja, manchmal sind die billigsten Lösungen dann einfach auch die einfachsten Lösungen, ne? Also, sprich. Hier oben kommen die Intelligenten hin. Und hier kommen die Intelligenten hin. Das sind jetzt eigentlich die einzigen Intelligenten, die ich tatsächlich brauche, intelligenterweise. Das da unten sind Intelligente? Ja. Nee, das waren die Schnellen. Die sehen sich farblich alle so ähnlich. Das ist jetzt ein Problem. Komm, mach da auch noch einen hin. Da ist es ja egal. Da kannst du links oder rechts greifen. Genau. Smart Inserter. Schnelle. Dann mach doch hier mal den Pol weg. Dann kannst du hier nochmal einen hinmachen. Dann kriege ich aber den Pol nicht mehr so schön hin. Ne? Egal. Kann ich hier immer noch anpassen. Okay. So, hier kommt die Kohle rein. Hauptsache irgendwas gemacht. Die läuft hier rauf. Jetzt kommt das Splitter. Dahin. Wenn die Kohle leer ist, bekommt er hier vorne sein Zeug. Ein Splitter. Hierhin. Wenn er keine Kohle mehr bekommt, dann kein Gnocchi-Kram mehr bekommt, kommt dieses Lagerhaus hier in die Gänge. Und zwar einmal hier rein. Das heißt, wir gehen da hinten gerade andersrum. Das ist gar kein Problem. So. Nach Jahren kriege ich das dann auch endlich mal hin. Also nicht das richtig hindrehen. Nein. So. Bin schon wieder ein bisschen zu lang, aber das ist ja egal. So. Achso, ja gut, okay. Es ist kein Strom, dann passt das schon. Den darf er mir liebend gerne da drauf machen. Und wer hat den Fehler erkannt? Also ich habe ihn auf jeden Fall erkannt. Leider zu spät. Hier brauche ich nämlich wieder Lieder. So. Dann darf er mir bitte gerne... Ach du grüne Neune. Super Angelegenheit. Das heißt, wir werden das dann doch ein bisschen vertagen müssen. Leider. Bisschen Kohle zum Kickstarten wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, ne? Das kann ich ja gerade mal prüfen. Warum bitteschön in 3 Generationen geht da kein Wasser rein?
Weil er versucht, alle zu füllen. Und die natürlich zu wenig Wasser anbringen, um das irgendwie merkbar hinzubekommen, ne? Das wäre dasselbe, als würde ich versuchen, einen Swimmingpool mit einem Löffel zu leeren. Da kann ich lange löffeln. Und es wird auch alles aufgebraucht. Das ist halt so das Wichtigste bei der ganzen Angelegenheit. So. Man braucht dann halt überall die Dinger da. Logisch. Ja, das heißt, du musst mal weichen. Okay. Also der Plan ist halt wirklich der, ich kann ja den Smart Insertern hier zum Bleistift sagen, mit dem Logistiknetzwerk. Und dann kann ich einfach sagen, okay, pass mal auf, das Rote überprüft den da hier. Ich muss nur gucken, ob ich den hier zu einer Intelligenten oder sowas machen muss. Das wäre ja eigentlich egal. Den könnte ich ja dann tatsächlich so einen Anbieter machen. Das ist ja Kiviose dann da. Aber so, dass ich halt eben sagen kann, okay, pass auf, er kriegt hier gesagt eben, pass auf, wenn im roten Logistiknetzwerk Kohle ist gleich null, dann dürfen die erst anfangen, Zeug rauszuscheffeln. Und er kriegt halt gesagt, du pass mal auf, wenn Yuoki ist gleich unter 0 und Kohle ist gleich unter 0, dann bringst du hier meine Festbrennstoffe raus. Also somit habe ich auf jeden Fall eine doppelte und dreifache Absicherung gegen so ziemlich alles. So, und das Einzige, was ich jetzt wirklich noch machen muss, ist hier oben die da hier wegmachen, weil da tun es auch wirklich Intelligente. So einfach funktioniert dann die ganze Geschichte. Und damit habe ich dann hoffentlich später keine Probleme mehr. Im Falle eines Falles, dass halt wirklich mal keine Kohle mehr ankommen sollte. Was jetzt eher nicht der Fall sein sollte. Auf der anderen Seite bringe ich es ja jetzt schon fertig, ne? Dass keine Kohle ankommt. Aber das hat ja wiederum andere Gründe. So. Das heißt, hier können wir mal die Leerbestände gerade wegmachen. Das müssen wir dann eh ein bisschen umorganisieren und jetzt dürft ihr da oben gerne wieder anfangen, ordentlich Strom zu produzieren. Ne? Na, da haben wir noch ein paar Kisten mit. Oh, Eisen. Ah, kein Nickel. Okay. Gut. Dann würde ich glatt sagen, würde ich nicht nur glatt sagen, ich sage es auch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Baba.